Dann bin ich ja mal gespannt. Meinst du, die haben irgendwo noch eine andere Rüstung? Die hier ist vielleicht etwas eng für mich. Und du siehst etwas lächerlich aus. Ivy. Rouges Schatzkammer abgeschlossen. Monturin die Aegis. Drei Fähigkeitspunkte erhalten. War nice. Damit haben wir 6 Fähigkeitspunkte. Damit können wir Ivy jetzt auf Level 10 upgraden, denn sie braucht nur noch 6 Punkte, um Level 10 zu erreichen. Okay, damit haben wir Ivy voll aufgegradet. Den ganzen Skilltree hier, wenn man das Skilltree nennen kann, ausgerüstet und wir sind auf Level 10 angekommen. Inventar Monturen. Die Aegis. Was kann denn das? Kann das sein, die Gewänder Minervas, Mitglied der ersten Zivilisation? Es wird vermutet, dass Minerva diese schützende Montur im Kampf trug. Es hat einen Grund, dass die Leute glauben, dass sie die Göttin des Krieges war. Verringert erlittenen Nahkampfschaden um 10%, verringert erlittenen Fernkampfschaden um 10%, erhöht den Schaden, den sie mit dem Stockdolch anrichten, um 10%. Das ist nice. Wir haben bisher, glaube ich... Ich weiß gar nicht, was haben wir denn gerade an? Die hier, nee. Wir haben doch gerade die Nachtfalkenmontur an. Die verringert die Entdeckungsgeschwindigkeit, aber das hier ist eigentlich schon ziemlich nice. Rüsten wir einfach mal aus. Verringert Schaden und erhöht den Schaden mit dem Stockdolch. Das ist, ja. Ansonsten haben wir noch irgendwas, was wir aufrüsten können. Schwarzer Lederhandschuh, industrieller Handschuh. Macht dasselbe, den müsste man herstellen. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts in den Upgrades. Ah, wir können jetzt die Gavani... Halt, nein. Bombenbeutel... ist wichtiger. Das haben wir jetzt alles voll. Patronengürtel wäre noch ganz nice, aber da haben wir die Herstellungsvorlage noch nicht gefunden. Okay. Ab an die Arbeit. Der gute Jacob. Gürtel ist eigentlich... Ah, den könnten wir ausrüsten. Okay. Monturen sind auch die üblichen Verdächtigen. Fähigkeiten. Und auch den guten Jacob können wir jetzt auf Level 10 upgraden und damit fertig machen. Das zeigt uns, das Ende ist nah. Okay. Gut, wo sind wir denn hier? Wir haben... Die nächste Mission ist hier in The Strand. Allerdings würde ich, bevor wir die Hauptmission zu Ende führen, London vollends zurückerobern. Und deshalb machen wir hier jetzt dieses... dieses Bandenlager. Wie auch immer man das nennt. Ja, wir machen jetzt zuerst London fertig. Gangquartier, Devil's Acre, genau, das habe ich gemeint. Und dann... kümmern wir uns um Crawford's Derrick. Wobei, das ist noch nicht die letzte. Was gibt's als Belohnung?
Handschuhvorlage, Assassine, okay. Vorlage müssen wir dann selber machen. Naja, egal. So, wir holen uns als erstes dieses Gangquartier. Das in dieser Richtung liegt. Und da ist auch eine goldene Kiste, habe ich gerade gesehen, kurz. Das bedeutet, da ist eine Herstellungsvorlage drin. Vielleicht ist es ja gerade der große Patronengürtel. Das wäre ja nice, wenn wir den herstellen könnten. Oh, fuck. Normalerweise springt er doch nicht einfach so runter, wenn das so hoch ist. Mann. Dummer Idiot. So, nochmal. Aha. Da wären wir schon. Das Gangquartier. Nein. Das gesuchte Kiste. Yeah. Meisterassassin-Gürtel. Coolio. So. Two to go. Die nächste Kinderbefreiung und noch eine Kopfgeldjagd. So. Ich muss euch jetzt...
ganz kurz, ich muss euch das erzählen. Ich habe gerade eben auf meinem Handy eine Benachrichtigung von Instagram bekommen, dass jemand ein Bild von mir geliked hat. Und zwar war ich 2015 auf dem Go2Go-Festival mit der Band Shark zusammen. Da haben auch die Band Keller Kommando gespielt und die Band Culture Candela. Und ich habe da natürlich ein Video zu hochgeladen, findet ihr auf dem Kanal. Und ich habe auch Instagram-Bilder hochgeladen von diesem Abend. Und jetzt gerade eben habe ich eine Nachricht bekommen, dass der offizielle Instagram-Account von Keller Kommando meine Bilder von damals geliked hat. Also diese 2 Jahre alten Bilder. Gerade eben. Wieso liken die 2 Jahre alte Bilder? Wie kommen die darauf? Das ist. Ich finde das gerade einfach nur mega witzig. Das ist super geil. Okay. Wollte ich nur kurz erzählen. So. Okay, weiter geht's hier. Wir holen uns diese Fabrik da hinten wieder, wo Kinder ausgebeutet werden. Das ist ziemlich uncool. Das war damals vielleicht noch en vogue, aber heute ist es das nicht mehr. Und deshalb müssen wir diese Kinder unbedingt befreien. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass wir einen Teil Londons zurückerobern. Und genau das ist unser Ziel. Uns geht es nur um die Kontrolle des Stadtgebiets. Uns sind die Kinder ja auch völlig egal. Ne? Das ist ja klar. Die sind halt für diesen Zweck. Nein, Quatsch. So. Einmal nach da drüben, bitte. Oh, wir sollten vielleicht als allererstes noch ganz kurz... Ah, da ist die Levelgrenze, okay. Kein Alarm auslösen, 12 Kinder retten. Na gut, dann machen wir das ein bisschen frontal. Schlag ihm den Schädel ein! Der Schuss kann sitzen! Sehen wir, dass da die Reihen sind! So. Ich will nur helfen. Dankeschön! Das hält ganz schön lange. Ja.
sind denn die restlichen Kinder da unten? So. Lassen Sie auf den Rest raus. Sie machen mir Angst. Vielen Dank, Mister. Damit wäre das auch erledigt. Oh, wir haben alle Level mit Clara OD freigeschalten. Super geil. Jetzt bleibt nur noch ein einziges Gebiet. Und das ist hier. Bevor wir da hingehen, füllen wir erst noch unsere Vorräte auf. Ah, natürlich. Ganganführerin von Westminster, Lilia Grave. Reißt die verfluchten Fry-Zwillinge in zwei und bringt mir die Stücke. Hab ihn! Shit. Ah, shit. Naja, sonst haben wir die immer gleich bekommen. Na gut, diesmal nicht. Dann wird's eben ein ziemlich spannender Endkampf. Na gut. Nichtsdestotrotz. Ach so. Wir haben nochmal die Chance. Reißt die verfluchten Fry-Zwillinge in zwei und bringt mir die Stücke. Oh, okay, dann eben so. Das hat erstaunlich gut funktioniert auf dem zweiten Versuch. Eisenstein. So, okay, wir wollten nach da. Die Ganganführerin einfach mal vorher eliminiert, das ist super. So, bitte einmal nach oben. Hallöchen, einmal alles auffüllen bitte, dankeschön. Ja, passt. So, und jetzt das letzte Gebiet. Die letzte Kopfgeldjagd. Die letzte Bastion der Blighters in London. Lass uns das mal mit der guten Eevee machen. Die ist vielleicht ein bisschen besser im nicht entdeckt werden. Ich mach das.
dreht der sich da weg? Der da? Fuck, fuck, fuck. Warum verstecken Sie sich da oben? Ah, shit. Schnell weg! Die Frage ist, warum flimmer ich so? Okay, schnell weg hier. Hallo? Könnt ihr vielleicht einfach mal nicht mich umrennen? Achtung, heiß und fettig. Jetzt kann ich ihn auch gleich voll da vorne, nach da vorne tragen. So, funktioniert's auch. So. Selbstladepistole. Nice. Zum Ende hin bekommen wir hier die richtig geilen Sachen. Und jetzt fehlt nur noch der Bandenkrieg. Und dann gehört komplett London uns. Das sollten wir andersrum lieber wieder mit Jacob machen. Selbstladepistole. Die will ich haben. Waffen. Was ist denn das? Glanz des Adlers Schlagring. Okay, eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich mag das Kukri einfach viel lieber. Gezackter Tod. Ist auch nice. Aber dazu müssen wir... Glanz des Adlers Kukri, legendäre Assassine Kukri. Obsidian Kukri. Der muss hergestellt werden. Was brauche ich dazu? 10.000 Pfund. Und 150 Metall? Keine Ahnung. Na gut, dann bleiben wir vor erstmal so. Was können wir denn sonst noch alles herstellen? Legendäre Assassinenhandschuh. Den Blaustein, wo kriegen wir denn den denn her? Und da brauchen wir auch wieder Geld. Och. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Okay. Wir sollten uns diesem Bandenkrieg widmen. Damit London vollständig in unserer Hand liegt, unter unserer Kontrolle. Nicht mehr in den Fängen der Blighters, sondern frei. Ist jetzt eh nicht mehr besonders schwer, wir haben den Ganganführer ja schon eliminieren können. Ich wusste immer, dass die Rooks stark sind, aber nicht, dass sie The Bludger besiegen können. Nun steht ihnen aber nicht mehr viel im Weg. Ja.
Dieser Borough gehört nun uns! Westminster gehört uns! Machen wir uns doch die Finger nicht schmutzig. Ladies and Gentlemen, wir sind Jacob und Evie Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr alle für uns. Oh, Geister. So, schaut euch mal diese nice Karte an. Die komplette Karte. Ganz London liegt jetzt unter der Kontrolle der Assassinen. Wie nice ist das denn bitte? Na, jetzt können wir hier mit Everline noch weitere Missionen machen. Okay. Da ist Henry. Na, vielleicht sollten wir das tatsächlich früher machen, bevor wir uns in den Haupt... in die Haupt... Hauptmission stürzen. Ich will das... Nein, ich will das Display nicht in die Länge ziehen. Nein, nein, nein. Nein, keine Ahnung. Ich will einfach die Geschichte noch nicht enden lassen. Naja, okay, ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle und beim nächsten Mal werden wir sehen, was Frederick Eberlein und Henry Green hier für uns haben. Und bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, euch hat es Spaß gemacht und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ja, guckt euch gerne die anderen Videos auf meinem Kanal an, zeigt mir, dass ihr meine Videos feiert mit einem Daumen nach oben, ich würde mich riesig freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.